Südkur-Interview mit dem Imad Kasım Saat, spielende Co-Trainer vom FC Wittlinge. Imad, Glückwunsch, 2-1 gewonnen beim SV Härte. War kein Spaziergang hier beim Aufsteiger, gell? Nee, das haben wir auch gewusst vor dem Spiel, dass die Härtner gerade jetzt mit den 2 Siegen Selbstvertrauen getankt haben. Und das hatten wir auch gesehen. Mhm. Die waren kompakt, zweikampfstark. Untereinander haben die gut verschoben, viel gesprochen. Das macht auch die Mannschaft aus. Nichtsdestotrotz sind wir auch in einem guten Spiel reingefunden nach ein paar Minuten. Haben dann den Ball gut laufen lassen. Mhm. Jetzt sieht man auch bei dem Spiel, dass die Mechanismen greifen, gerade bei den vielen neuen Spielern. Mhm. Und wenn ich jetzt das ganze Spiel ansehe und betrachte, war es auch hochverdient, dass wir hier gewonnen haben in Härten. Na gut, es sieht, wenn man dann das Spielverlauf ein bisschen anguckt, die haben ans 1-0 gemacht, durch das eingeleitet. Ja. War dann schon fast wie eine Erlösung, oder? Nach diesem ewigen Anrennen für euch? Ich muss sagen, wir hatten 2, 3 riesen Torchancen. Wenn du keins machst, ist es immer gefährlich, dann eins zu kriegen. Ja. Gerade die Härtner sind da unberechenbar, sage ich mal. Zum Glück haben wir nach einem Freistoß im Halbfeld, wo der Ball zu kurz kommt, haben wir die Härtner gut ausgekontert und haben zum Glück das 1-0 gemacht. Ich erwähne es noch zum Glück, weil sonst kann auch bei so einem Spiel passieren, auch wenn du das Spiel im Griff hast, sage ich mal, zu 80%, dass du doch noch eins kriegst. Dann haben wir es 1-0 gemacht und dann... Gut, dann gab es vor dem 2-0 gab's eine heikle Szene, wo der Richard Lorenz gegen den Mario Rittwald. Ja, die eine sagt, man kann Elfmeter pfeifen. Von außen habe ich das nicht so richtig gesehen, wie Herrn Jers gesehen auf dem Platz. Allgemein waren es viele 50-50-Situationen. Kann er pfeifen, muss er pfeifen. Also er hätte euch nicht wirklich beschweren können, oder? Wenn ich ehrlich bin, dann nein. Also wenn er pfeift, dann kann man sich beschweren. Da haben sie recht. Wie gesagt, Glück gehabt, weil sonst steht es 1-1 und dann gehen wir vielleicht mit einem Punkt nach Hause. Ja. Oder wird es dann schwierig, das Spiel hier zu gewinnen. Du bist neu beim FC Wittlinge, bist spielender Co-Trainer. Wie geht das in der Praxis? Wie hat man sich das vorzustellen? Bisher war ich immer Spieler. Jetzt habe ich eine neue Funktion beim FC Wittlinge, was mir sehr viel Spaß bereitet. Ich betrachte das Ganze ein bisschen mit anderen Augen, von außen auch. Und oder zum Teil auch das Training leiten, viele Spielsituationen auch, was ich kenne in meinem bisherigen Leben, auch beim FC Wittling integrieren, was meine Erfahrung da angeht, sind meine Aspekte auch inbegriffen im Verein, im Team und das macht Spaß. Und wenn halt dann der Trainer mal vom Schiedsrichter hinter die Bank geschickt wird, dann kann man dann selber entscheiden, die Pässe spielen, dass es dann 1-0 steht, oder? Genau, dann ist es ein bisschen ruhiger auf dem Platz. Okay. Und das Team passt, die Funktion passt, das Team hinterm Team passt. Ich bin glücklich. Ja. 3 Spiele, 6 Punkte, ihr zählt auch zu den Titelfavoriten. Zu Recht, oder? Die Saison ist relativ jung. Ich habe nicht gesagt Titelkandidat, ich habe gesagt Favorite. Favorite. Ja, ich tue mir schwer zu sagen, wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind ein guter Verein, es passt. Aber es muss eine perfekte Saison sein, dass du auch aufsteigst. Und wir haben, wie gesagt, verletzungsfähig gesperrte Spieler, urlaubsbedingte Spieler. Das sind alles Sachen, alles Faktoren, die einfach dazu dienen, ob du aufsteigst oder nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen. Gut, dann werden wir uns sicher im Verlauf der Saison nochmal sehen. Irgendwann. Alles Gute bis dahin. Ja, danke auch.